Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Wir schauen jetzt endlich auch mal den Track von JG gern vor. Ich weiß, ich bin wieder ein bisschen spät dran, aber das Wochenende in Köln hat mich echt aber rumgezwirbelt und ich hatte jetzt auch mal tatsächlich ein, zwei Nächte, wo ich mal wieder mehr als 5 Stunden Schlaf bekommen habe. Von daher, ja, sorry dafür, Freunde, aber es muss auch mal sein. Wir haben in den letzten Tagen dafür ein bisschen öfter gestreamt und jetzt gibt es auf jeden Fall den WM-Track von JGG. Ich freue mich sehr drauf, weil ich JGG sehr, sehr gerne mag und ich mag die WM sehr gerne. Also zwei Sachen, die kombiniert werden. Also muss es eigentlich nur gut werden, Freunde. Von Lukas Litsch schauen wir uns den neuen Track heute auch noch um 16 Uhr an und dann geht es heute Abend um 18 Uhr wie immer JMC, Freunde. Ich versuche die Zeiten wieder ein bisschen besser einzuhalten. Ja, ich sehe ein bisschen zerstört und eklig aus, ich weiß. Ich nehme gerade mit in der Nacht auf oder um 2 Uhr nachts oder so. Deswegen, ja, verzeiht es mir, Freunde, wenn ich noch ekliger als sonst aussehe. Falls es überhaupt geht, ich weiß es nicht. Aber die Legenden sagen ja. Wir schauen uns auf jeden Fall die WM-Hymne an. Ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht genau, was ich erwarten soll. Ob es so ein poppiger Song wird. Erstmal abonnieren, Freunde. Es tut mir leid. JG, es tut mir leid. ob es so ein poppiger Song wird oder so Malle-mäßig. So, oder ich weiß es nicht. Weil eigentlich, Jiggy ist einer, der schon gut eigentlich, also auf jeden Fall gut rappen kann. Deswegen weiß ich nicht, ob es in die Pop-Richtung gehen wird. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber bei WM-Track, Freunde, ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir schauen zusammen rein. Ich wäre auch gerne im Video mit dabei gewesen, aber ich glaube, dass der Aufruf war irgendwie in Köln oder so. Auf jeden Fall war er extrem weit weg. Er hat es halt zum Videodreh aufgerufen. Auf Insta und Twitter habe ich es, glaube ich, gesehen. Ich wäre gerne vorbeigekommen, aber es war auf jeden Fall sehr weit weg, sodass ich da nicht vorbeikommen konnte. Aber ich glaube, Hai war da. Blubbi. Blubbi, Blubsen war da. Egal, Freunde, wir schauen jetzt rein. Vielleicht wird der Track echt nice, Mann. Ich weiß nicht. Okay. Die Optik gefällt mir schon gut vom Video jetzt. Und weltweit die Nummer 1. Seine Fähigkeiten bleiben unerreicht. Wir kommen mit Kerstin, Bärenstark, Barcelonas erste Wahl. Unglaublich, was er für Reflexe hat. Wir kommen mit Trapp. Sein Potenzial ist riesengroß. Und genau aus diesem Grund hat ihn sich Paris geholt. Wir kommen mit Boateng, ein Meister des Ballerkämpfen, Meister des Spielaufbaus, Meister der langen Pässe. Wir kommen mit Inter. Oh lol, wie nice die Idee dahinter ist. Also, ich glaube, die Idee, dass die ganzen Spielernamen aufgezählt werden, gab es schon mal irgendwann bei Xavier Naidoo. Kann das sein? Ich glaube schon, bei Xavier Naidoo gab es irgendwie sowas in der Art, aber halt nicht in gerappter Form, sondern da war es, glaube ich, da war es irgendwie auf jeden Fall anders. Ich glaube, das war bei Xavier Naidoo. Verbessert mich, wenn es falsch ist. Aber an sich, Leute, die Idee gefällt mir echt gut, Mann. Also es geht in diese Rap-Richtung eher und nicht in diese poppige Malle-Deutschland-Richtung, sondern eher in so eine, keine Ahnung, Richtung. Ich bin gespannt auf die Hook. Aber an sich, wenn die ganzen Spieler aufgezählt werden, dazu was gesagt wird. Ich finde auch nice, diese Übergänge zwischen den Wir kommen mit und dann der, wo der Name dann so eingerappt wird. Das hört sich richtig massig an, so, ja, dass man halt Bock bekommt, Alter, dass man Bock bekommt. Ich glaube, das ist ein guter Track, den man sich vorm Spiel so, irgendwie anhören kann oder wenn man selbst im Kicken ist, da kommen Gefühle rüber irgendwie. Ballerkämpfen, Meister des Spielaufbaus, Meister der langen Pässe, wir kommen mit Inter. Wahrscheinlich sitzt er draußen auf der Bank, doch dann, wenn man ihn braucht, ist er da. Wir kommen mit Hector, immer stark, hinten auf der linken Bahn, rechts hinten, diesmal ohne Philipp Lahm. Dafür haben wir Kimmich, Joshua, der Junge ist angekommen, defensiv ein sicherer Typ, offensiv ein Flankengott. Ich weiß nicht, Freunde, ich bin jetzt zwar nicht so hundertprozentig fußballversiert, aber so, die Namen sagen mir schon alle was und ich verfolge Fußball auch mittelaktiv, sag ich mal. Bundesliga nicht ganz so hart, aber so WM, EM bin ich immer am Start. Champions League verfolge ich auch relativ aktiv. Man merkt, dass Jiggy da auch Bock drauf hat, Alter. Es kommt irgendwie so, so ein kleiner Hype kommt irgendwie auf. Keine Ahnung, ich war jetzt bis jetzt noch gar nicht so eine WM-Stimmung. Aber der Track irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, Mann. Er macht einfach Bock, Mann. Es macht einfach Bock jetzt, Feeling zu sein. Defensiv ein sicherer Typ, offensiv ein Flankengott. Hummels, immer fair, der gut antizipiert. Ich hab noch nie so massig Hummels gehört, Alter. Oh mein Gott, so massig und einfach Ohrenorgasmus-like Hummels. Defensiv ein sicherer Typ, offensiv ein Flankengott. Hummels, immer fair, der gut antizipiert, der das System des Gegners liest und sein Spiel studiert. Oh, die Hook. Wir werden die WM gewinnen. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal nochmal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Oh. Jiggy, Alter, was hast du hier rausgekloppt, Digga? Was hast du hier rausgekloppt, Bruder? Holy shit, hört sich das nice an, Mann. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Wir werden die WM gewinnen.
wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Holy shit. Guck dir seine Flanken an. So. Oh Mann, wie cute das Mädchen ist. Holy shit, Alter. Jungs, ich liebe gerade alles an dem Track, Alter. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich gerade einfach in so einer weirden Stimmung bin. Aber irgendwie, Alter, irgendwie habe ich Bock jetzt auf die WM. Krass, Mann. Richtig guter Track, Alter. Das ist endlich mal so ein Fußball-Track, den man wirklich als offizielle Hymne benutzen kann, wo man sich nicht für schämen muss, sondern wo man sagen kann, Leute, das ist ein Track, der unsere Mannschaft repräsentiert. Wir kommen mit Plattenhaar, guck dir seine Flanken an. Sobald er die Standards macht, ist beim Gegner Brandgefahr. Wir kommen mit Hühle, der Typ man kennt ihn in Fortnite Dance. Eine Mauer, ein riesiger Hühne mit Power. Wir kommen mit Rüdiger, einer, der die exzessiven Tacklings liebt. Seitdem er in der Premier League bei Chelsea spielt. In jedem Zweikampf ist er Sieger, seine Gegenspieler nur die Verlierer. Wir kommen mit Brand, schnell, trippelstark, Shootingstar. Schon in seinen jungen Jahren ein super guter Fußballer. Das damalige Wunderkind, dieser Typ kann einfach alles dribbeln, passen, Schuss und Sprint, wir kommen Goretzka. Gab's eigentlich schon mal irgendwie so einen Fußball-Nationalmannschaft-Track irgendwie gerappt? Ich kann mich nicht dran erinnern, auf jeden Fall keinen guten irgendwie, glaube ich, sonst wüsste ich das ja. Ich finde den Track echt nice, Mann. Holy shit, Mann, da kommt echt richtig gut Stimmung auf. Sowohl hinten als auch vorne stark, ein beinharter Sechser mit Torgefahr. Wir kommen mit Gündogan, abgebrüht, Philly Klein, nice, einer, der die Schnittstelle sieht und den Pass hinspielt. Wir werden die WM gewinnen. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Wir werden die WM gewinnen. Digga, was auch eine krank geile Hook, Mann. For real, Freunde. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist erst außerhalb von JMC jetzt das erste, was ich mir von Jiggy anhöre. Sorry dafür erstmal, falls du das Video siehst. Ich habe noch viel aufzuholen, ich weiß. Aber krass, Mann. Holy shit, Digga. Ich weiß nicht. Kann sein, dass ich es gerade einfach so feiere, aber die Bewertungen sehen auch echt übel gut aus. Frag mich, warum landet sowas nicht in den Trends, Alter? Wann wurde es hochgeladen? Am 10. ist 3 Tage online, in 3 Tagen. Dreimal so viele Aufrufe, wie er Abonnenten hat. Warum landet sowas nicht in den Trends? Na gut, vielleicht war es kurz in den Trends. Ich hab's nicht mitbekommen, aber I don't know, Freunde. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal nochmal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Wir kommen mit Rudi, einer, der auf dem Spielfeld kaum auffällt. Doch einer, der die Gegenspieler auffällt. Groß, der Ruhrpol, ein Spielmacher. Passgenauigkeit als dritter literweise Zielwasser. Wir kommen mit Müller, ein Phänomen. Alles sieht so komisch aus. Doch er weiß genau, was er tut. Und dann entsteht was Großes draus. Özil, der beste Torvorlagengeber. Und der nächste Geniestreich ist nie weit. Wir kommen mit Werner, dynamisch. Jiggy kommt auch so ein bisschen wie so ein Trainer vor. Also er fühlt es auf jeden Fall. Er fühlt es, man merkt, er fühlt es, er hat Bock. Er will die Leute antreiben. Echt nice, Mann. Es freut mich auch echt, dass so viele Leute gekommen sind. Weil so wie ich weiß, so wie ich es mitbekommen habe, sind das echt alles nur Fans von Jiggy oder halt Leute, die ihn feiern. Schöner Track, Mann. Schöner Track irgendwie. Muss man sich echt nicht für schämen. Das ist echt so ein Track, den man den Leuten zeigen möchte sogar, wisst ihr? Gefährlich, flink und schnell, niemand hält ihn auf in einem Sprintduell. Wir kommen mit Gomez, der klassische Stoßstürmer. Seine Zeit ist lange noch nicht vorüber. Und wir alle freuen uns deutschlandweit, denn dieses Jahr haben wir endlich Marco Reus dabei. Und oh yeah, Mann. Verteidigen wir den Thron. Wir stehen alle da als gemeinsame Nation und wir singen. Wir werden die WM gewinnen. Digga, da krieg ich Gänsehaut, Mann. Und wir holen uns den Pokal nochmal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Nice, Mann. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal nochmal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Wir werden die WM gewinnen. Digga. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal nochmal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich diesen Track einfach jetzt jedes Mal, bevor ich irgendwie ein Deutschlandspiel gucke, oder auch einfach währenddessen in Dauerschleife Kommentator oder ganzes Spiel einfach auf stumm stellen und einfach die Track in Dauerschleife hören, Mann. Ja, nee, aber echt, Props gehen raus an dich, Jiggy. Echt krass gute Arbeit, Mann. Krass gute Arbeit geleistet. Heftig. Ich frag mich, warum oder, ja, ob es nicht möglich ist, dass so ein Track nicht irgendwie wirklich jetzt zur WM-Zeit irgendwie offiziell irgendwo gespielt wird. Stattdessen wird echt irgendwie, keine Ahnung, was gespielt. Aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Warum wird sowas jetzt nicht wirklich irgendwie supported von der Nationalmannschaft oder meinetwegen von den Fernsehsendern oder von Radiosendern oder so?
Mann. In Russland. So episch gemacht, Alter. Holy shit, Mann. Heftig, Digga. Holy shit. Auf jeden Fall nochmal Grüße des Todes raus in Seven Pictures. Krasses Video, Mann. Krasses Video. Also echt Kameraführung. Echt nice, Mann. Ihr seid der Hammer! Krass, Digga. Was ein Hit. Das ist echt so, Digga. Alle kommentieren sie hier, Alter. Echt krass, Mann. Krasser Track. Jiggy, Alter. Oh, erstmal, Freunde, dieses Video könnt ihr euch auch ansehen, Alter. Interessantes Video von Flo oder Flo, Digga. Komm mal kurz mal raufklicken. Nee, aber echt krass, Mann. Habe ich echt gut gefeiert. Ich hätte nicht so ein Brett erwartet. Also, die Sachen aus dem JMC habe ich schon gefeiert von ihm. Aber ich habe trotzdem nicht so ein heftiges Brett erwartet, Mann. Das war gar kein Brett mehr. Das war ein ganzer Schuppen, Alter. Nee, aber echt. Hat mir sehr gut gefallen, Mann. Ich glaube, den Track werde ich echt öfter hören. Der kommt sogar in meine Playlist, glaube ich, wenn es sie auf Spotify gibt. Ich denke aber mal schon. Das ist echt ein Track, den man gut und gerne so laufen lassen kann beim Fußballspielen oder auf dem Weg ins Stadion oder auch im Stadion singen kann einfach. Es fühlt sich an wie eine offizielle Hymne, wisst ihr? Das fühlt sich an wie ein offizieller Track irgendwie. Ich hoffe, dass der vielleicht supported wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie ZDF ankommt in den Plate, aber... I don't know, Mann. Sowas muss doch anerkannt werden irgendwie. Ich weiß es nicht, Mann. Echt schön. Ich fand die Art vom Track echt gut, dass die Spieler aufgezählt worden sind. Und dann, es kam einfach so ein heftiges Mannschaftsfeeling auf. So ein Feeling auf, fuck it, ich habe jetzt echt Bock auf die WM. Und ich bin jetzt durch den Track erst mal so richtig in WM-Stimmung gekommen. Obwohl die WM schon diese Woche startet, bin ich gar nicht mit drin, wisst ihr? Ich bin noch gar nicht so im Hype drin. I don't know, von. Schreibt mal rein, wie ihr es fandet. Absolut nice fand ich ihn. Und vielleicht, ich habe gesehen, es gab noch eine FIFA 17 Hymne. Vielleicht können wir uns die auch nochmal ansehen. Schreibt es auch gerne mal rein. Ansonsten, mein hässliches Gesicht nochmal ganz kurz und groß. Gott, ich sehe echt zerstört aus. Egal. Supportet den Track. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ladet ihn auf Spotify, iTunes, I don't know. Und bis dahin, habt einen wunderschönen Tag, Freunde. Ich will gar nicht mehr so viel labern, weil ich glaube, ich habe meine ganzen Leute hier schon aufgeweckt. Upsi. Tschüss, Leute. Wir sehen uns. Oh, das war falsche Fenster. Jetzt aber. Ciao, ciao.